Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Oh. Okay, Hallo. Das war mal die fünfte von Beethoven. Für alle, die etwas später reingekommen sind. Ein bisschen eine Öffnung durch unseren dramatischen Geist und andererseits eine absolute Motivation, hier bestimmte Punkte zu setzen, um auch zu erkennen, in dieser Geistesschulung erfolgreich zu sein. Und vielleicht wählen wir heute als Einführung auch da, wo wir uns gerade befinden mit den Lektionen. Einige von euch sind ja aktiv im Lehren und Teilen dieser Lektionen. Danke, Manuela, Christiane, jeder Einzelne von euch, auf was immer für eine Art und Weise. Und vielleicht schauen wir uns kurz mal an, dass hier in der, so mehr oder weniger zwischendrin, in der Mitte dieser ersten 60 Lektionen, also 50 Lektionen plus 10 Lektionen Wiederholung, dass hier etwas ganz Bestimmtes auch angeboten wird und dass es genauso dramatisch da abgeht in dieser Mittelsection. Und dass wir hier absolut darauf hingewiesen werden, welche Macht wir in unserem Geist haben, hier neu zu wählen oder wie wir es auch beim letzten Mal ausgedrückt haben, in dieser Sequenz von Lektionen 24 bis 34 oder 25 bis 34, bevor es mit den Heiligkeitslektionen beginnt und alles über Gott und was Gott ist in unserem Geist, dass wir den transformativen Prozess erwähnt haben, dass es um diese Aktionen eben geht, des Übergebens an den Heiligen Geist, des Arbeiten mit dem Heiligen Geist, das Annehmen dessen, was angeboten wird, hin zu eben wirklich es ihm zu überlassen und zu übergeben und von ihm ersetzen zu lassen. Und diese Lektionen ganz bestimmt von 31 bis 33 übernehmen und zeigen uns, wie wichtig es ist, dass wir hier ein volles Eingeständnis haben, um das Wort, das er auch in den Wiederholungslektionen erwähnt, ist Gefängnis, mehrmals. Und er spricht auch von der Gefängnistür, bereits in der Lektion 31, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe, dass diese Gefängnistür im eigenen Geist offen ist, bereits offen ist, bloß gesehen werden soll, dass sie offen ist. Und dass dieses Gefängnis verlassen werden kann, indem ich einfach hinausgehe, so wie es die Anweisung ist, wenn du dich in der geistigen Wüste befindest, wo nichts passiert, wo sich nichts tut, wo alles nur trocken ist und heiß ist und verdorrt, dass du einfach aus der Wüste rausgehst, ne? Sie verlässt. Ne? Das ist Teil im Urtext. Ne? Und sicher, da hat das Ego natürlich einige Aspekte auf Lager von durchhalten, bis das schaffen wir schon und das kriegen wir schon hin. Bis dem werde ich es jetzt mal zeigen. Und haben wir die verschiedensten Aspekte, wie das Ego hier Anweisungen gibt. Und vielleicht, wenn wir die Mikrofone öffnen, fällt dir da etwas ein oder bist du motiviert, um etwas zu teilen aus deinem eigenen Albtraum, Albtraumstransformation. Ja. Aber Punkt ist, und es ist ein wirklich unglaublicher Punkt, einzugestehen und zu erkennen, dass ich nicht das Opfer bin von dem, was ich als Welt gemacht habe und daraus projiziert und da draußen stehen lassen habe, als den Täter, als der, diejenige, die mir was antun könnten. Ne. Als eine Autorität in Raum und Zeit, die größer wäre als ich selbst. Du siehst schon, wenn du mir zuhörst, worauf er uns da hinweist, dass wir wirklich akzeptieren,
dass die einzige Autorität Gott ist. Und wenn ich diese Autorität voll und ganz annehme und mich ausrichte, akzeptiere, dann werde ich gar keine Autoritäten in der Welt mehr sehen, die höher oder niedriger als ich selbst stehen. Es ist eigentlich wirklich nicht schwer zu sehen, wie das Autoritätsproblem wirklich verursacht wurde im eigenen Geist. Weil es wurde verursacht von, ich teile jetzt diese Macht auf und ich gebe zwar Gott die Macht, den ich sonntags in der Kirche verehre oder Jesus, und während der Woche habe ich die Macht verteilt in all diese Monster, die ich da stehen gelassen habe in meinem Traum. Ne? Vampire und Monster. Ja, und auch in der Lektion 32, die zufälligerweise die einen oder anderen vielleicht heute üben werden, ist mit dem Titel, dass ich die Welt erfunden habe, die ich sehe, geht er auch bereits in dieser Wiederholungslektion, die ich hier vor meinem als kleines Büchlein vor mir habe und sagt, dass ich das Gefängnis, in dem ich mich selbst sehe, erfunden habe. Ne? Er weist mich auf diese Ursache, er weist mich darauf hin, und dass ich diese Ursächlichkeit ganz klar immer wieder, jeden Moment annehmen muss, wenn ich hier Erfolg haben möchte mit einer Geistesschulung, mit einer Änderung meines Geistes. Und nochmal zurückzugehen auf die Lektion 31, ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Hier wird eingangs eine interessante Frage gestellt. Wie kann ich das Opfer einer Welt sein, die vollständig aufgehoben werden kann, wenn ich es so wähle? Wie könnte denn die Welt vollständig aufgehoben werden, wenn ich sie nicht gemacht hätte, wenn ich nicht die Ursache wäre? Wenn du nicht die Ursache der Welt bist, die du siehst, kann sie überhaupt nicht aufgehoben werden. Sie kann nur aufgehoben werden, wenn wir eingestehen und sehen, dass sie tatsächlich in uns selbst, in unserer Denkweise gemacht wurde. Und dass dies dann eine Wahl nicht von irgendjemand anders ist, sondern wirklich nur von mir selbst. Und diese Wahl können nur wir selbst treffen. Die kann niemand anders für uns treffen. Alle anderen als Brüder, als Christuserscheinung, als Reflexion des erwachten Geistes kann nur den Finger zeigen und hinweisen und einladen und demonstrieren, wie diese Wahl für sich selbst getroffen wurde. Aber das ist es schon. Die Wahl zu treffen wird immer in unserer eigenen Freiheit liegen und ist aus diesem Grunde auch so notwendig, hier voll zu beanspruchen. Das ist mein Geist und ich bestimme darüber, wie es lang geht, was ich sehen möchte, was ich wahrnehme, wie ich mich erfahren möchte. Und somit ist dieser Hinweis, der ihm hier sagt, ich habe die Welt erfunden, die ich sehe, oder zu anderen, in der Lektion 15 hat er es als Bilder machen und dass die Gedanken Bilder sind, die ich gemacht habe. Also er wird es mit machen, er wird es mit halluzinieren, er wird es mit erfinden, er wird es mit den verschiedensten Ausdrücken benennen durch den ganzen Kurs hindurch. Und wenn wir auf die Lektion 32 direkt auf ein paar Sätze eingehen, die mir hier gerade ins Auge fallen und ich auch ein Rufzeichen hinterangesetzt habe, du wirst sie sehen oder nicht sehen, ja, die Welt, das ist im ersten Absatz. Ich werde sie sehen oder nicht sehen, ganz nach meinem Wunsch. Und solange ich sie will, ja, solange ich einen Nutzen davon habe, solange ich sie auch so sehen möchte, wie sie sich zeigt, werde ich sie sehen. Und wenn ich sie nicht mehr will, dann wird sie für mich nicht mehr zu sehen sein. Er drückt es halt in Du aus, aber das ist immer ganz gut, das für uns selber zu lesen, damit wir es auch wirklich verstehen, dass dies für uns selber ist und nicht für irgendjemand anders. Ja, so hier sind ganz einfach diese Aktionen gesetzt in diesen Sätzen, dass alles
in der Macht meines Geistes liegt, in der Macht der Entscheidung, wie ich es wähle zu sehen, mich in meinen Beziehungen zu sehen, weil ich ja mit allen und allem in der Welt eine Beziehung habe, sonst könnte ich es gar nicht sehen. Es wäre nicht möglich, in meinem Geist zu sein, wenn ich nicht eine Beziehung damit hätte, weil die Beziehung ist gegeben mit der Bedeutung, die ich allem gegeben habe. Das ist die Beziehung. Da ist die Energie rausgegangen und hat sich verbunden mit dem gemachten Werk und ist in dem Sinne intakt geblieben. So natürlich geht die ganze Schulung und als Effekt dieser Verantwortung wieder neu zu übernehmen, geht es darum, dass ich diese Bedeutungen, die ich den einzelnen Figuren in meinem Geist gegeben habe, gewillt bin, zu befreien, neu zu sehen. Diese Befreiung findet statt, dass ich hergehe und mir genau ansehe, was die Wirkungen dieser Bedeutungen sind, was mir diese Figuren zeigen und dass ich letztendlich in jeder Aktion, in jedem Bild für mich bestimme, dass ich dies anders sehen möchte, dass ich nur den Frieden Gottes sehen möchte, dass ich nur das Licht des Himmels darin sehen möchte und dass ich diese Macht anwende, dies im selben Moment zu denken und damit zu sehen. Ich mag hier ein Bild haben von etwas, was mich vielleicht aufregt und ich habe die Macht, hier einen Gedanken zu haben, der dieses Bild durchdringt, buchstäblich hindurchblickt und diese Figur und dieses Bild befreit von der Bedeutung, die ich ihm vormals gegeben habe. Ja. Das sind die Aktionen, die wir im Üben in der einen oder anderen Weise, egal wie geartet die Instruktion ist, aber was im Geist passiert. Im Geist passiert immer eine Loslösung der Bedeutung, die ich hier in der Vergangenheit gegeben habe. Das heißt, ich befreie meine Welt von der Vergangenheit, in der ich sie gehalten habe, mit meinen Bedeutungen. Und das ist das erste Mal in dieser Sequenz, dieser paar Lektionen, in der wir eindringlich darauf hingewiesen werden, wie diese Aktionen ablaufen. Und natürlich siehst du schon, was die Lektion 33 dann anbietet, dass es eine andere Art und Weise gibt, auf die Welt zu schauen. Ne? Das ist ganz einfach. Okay, ich befreie meine Welt, diese Figur von der Bedeutung, die ich ihr gegeben habe. Ne? Ob das jetzt Liebhaber, Liebhaberin, Vater, Mutter, Kind, Kinder, Sohn, Tochter oder ist, dass sie, oh, das sind ja meine Haushälterin und meine Sklaven und oder meine Könige und meine Autoritäten, denen ich so gerne als Sklave dienen möchte. Und der Sklaven gibt es ja auch noch viel geartete Formen von Sklavereien. Und wenn wir da wirklich eine Geistesinventur machen, diese Liste ist ja endlos. Die schreiben wir seit Anfang der Zeit. Ne? Und jetzt werden wir darauf hingewiesen, sie vollkommen zu öffnen in das Licht. Das heißt, hier ist eine Chance angeboten worden, all diese Liste zu verbrennen, buchstäblich, zu sehen, wie sie in die Bedeutungslosigkeit, in das Nichts des Machwerks verloren geht, verschwindet buchstäblich. Ne? So, es gibt eine andere Art und Weise, auf die Welt zu schauen, ist natürlich der Hinweis, hey, warum verwendest du nicht den Heiligen Geist, um auf deine Welt, um auf deine Figur zu schauen? Ja, wie oft wollen wir es noch sagen, dass alles, was Jesus über diesen Kurs von uns möchte, ist, dass wir ihn einladen, in dem, wie es uns damit geht, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns zeigen soll, was hier wirklich vor sich geht, was es wirklich ist und was die Wahrheit dahinter ist, die auf uns wartet, entdeckt zu werden. So, ja, und das ist, und hier verwendet er den Ausdruck Gefängnis wieder, sehe ich gerade. Ich sehe die Welt als ein Gefängnis für Gottes Sohn. Es muss daher so sein, dass die Welt wirklich ein Ort ist, wo er oder Gottes Sohn befreit werden kann.
Ich möchte auf die Welt schauen, wie sie ist, und sie als einen Ort sehen, wo der Sohn Gottes seine Freiheit findet. Wenn wir uns nicht da treffen, in dieser einen klaren Ausrichtung des Geistes, dann teilen wir nicht miteinander eine Botschaft von einem Kurs in Wundern, noch teilen wir miteinander, dass wir erwachte Geister sind, noch teilen wir dann miteinander, dass unser Ziel Gott ist, dass unser Ziel, dass die vollkommene Befreiung der Wahrnehmung ist und die Erkenntnis des Einsseins des Geistes, dann sind wir mit irgendwelchen verschiedenen netten esoterischen Konzepten in Verbindung, aber wir teilen nicht den einen Sinn und Zweck. Aber das ist, wofür uns dieser Kurs und der Bruder wirklich gegeben wurde, dass wir uns erinnern, dass wir einen einzigen Sinn und Zweck miteinander teilen und nur diesen einen Sinn und Zweck und nichts anderes. Somit, okay, hier bin ich mit all meinen Illusionen, was will ich damit tun? Natürlich, ich werde alles tun dafür, dass ich hier diesen Aufhebungsprozess in Erfahrung bringe und anerkenne und sehe, wie dies funktioniert. Und der Ausgang, das Resultat, wie es in der Lektion 34 dann angeboten wird, ist etwas vollkommen Natürliches. Ne? Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Ne? Ja, was sonst? Ne? Wenn wir wirklich aktiv sind mit diesen Ausrichtungen, die Ursache-Wirkungsprinzipien so zu untersuchen, dass sie nicht mehr in der Trennung verbleiben. Klar zu sein, dass wir nur hier sind, um uns zu demonstrieren und miteinander zu teilen, dass die Gefängnistüren offen sind und wie wir dieses Gefängnis lachen verlassen haben, hinausgegangen sind. Und da war, weil die Wärter, die vormals in der Bedeutung gehalten wurden, um die Türen zu verriegeln und zuzuhalten, die schmücken die Türen jetzt mit Blumen und halten die Tür noch auf, verbeugen sich noch, bitte, mein lieber Sohn Gottes, hier ist der Weg raus, möchtest du, ich begleite dich, ich lege dir noch einen roten Teppich aus, wenn du möchtest, ne? Oder eine rote Couch kann ich dir noch hinstellen. So, okay, ich könnte stattdessen Frieden sehen, ist ganz klar, weil ich wahrnehmen will, dass Frieden auch in den Herzen aller weilt, die diesen Ort mit mir teilen, die diesen Traum mit mir teilen. Ja, so, das ist, wie es sich dann ausdehnt. Was ich für mich selbst will und annehme, und in dem Sinne erbitte zu erfahren, will ich natürlich sofortig ausdehnen auf alle in meinem Geist. Ne? Das will ich mit dir wirklich teilen. Das will ich mit allen in der Welt anbieten und teilen. Und so ist es natürlich auch für dich. Und das ist der Grund, warum du hier bist. Und danke dir dafür. Und lass uns mal hier kurz hineinblicken in unseren Geist, was wir hier teilen möchten, exponieren möchten, ja, von ihm beleuchten lassen möchten. Und vielleicht hast du in diesem Zusammenhang ja etwas ganz Privates, ne? Das du nun als Geheimnis mit ihm teilen möchtest. Ne? Okay, Mikrofon bitte selbst anmachen, ja? Ich habe mal eine Frage, und zwar zu der heutigen Lektion. Ich habe die Welt erfunden, die ich sehe. Habe ich die ganze Welt erfunden, auch die im Fernsehen? Ich habe das erfunden, was ich in meinem Geist sehe. Ne? Deswegen fügt er hinzu, die ich sehe. Ne? So, was ich sehe, werde ich trainiert, nicht mehr aufzuteilen. Und partiell zu sagen, okay, das sehe ich und das sehe ich ja gar nicht. Und die Welt, die ich im Fernsehen sehe, ist ja auch nur ein Bild, wie es jetzt ein Bild ist. Somit, wer sieht dieses Bild? Ich sehe es. Somit bin ich der Erfinder dieses Bildes, dieses Machwerks, dieser Welt. Also dann wäre das Fernsehen sowas wie der Traum im Traum, ja? Ja, genau. Mhm.
Okay. Dankeschön. Ja, gerne. Und natürlich kannst du das dann weiter durchdenken. Warum sehe ich denn überhaupt ein Bild im Bild, ne? Eine Welt in einer Welt, ne? Einen Traum in einem Traum, wie du sagst, ne? Offensichtlich, ich sehe ja immer nur eine Reflexion meines eigenen Geistes, ja, mich selbst, ne? Offensichtlich dachte ich, dass ich entkommen könnte, indem ich mich eine Stufe weiter verstecke, ne? Weiter platziere, weiter projiziere. Ne? Und so geht das natürlich weiter. Sieh mal blick mal in einen Spiegel, der einen Spiegel reflektiert. Ne? Und du siehst, dass alle Bilder, die sich im Spiegel reflektieren, ins Unendliche gehen. Ne? Also auch das kann ins Unendliche, in eine unendliche Vielzahl haben wir es eigentlich als diese Welt dann versucht, dem zu entkommen, dass es noch immer wieder gespiegelt, 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 projiziert, projiziert, projiziert wird. Ne? So, ich dachte, wenn ich mich jetzt in das Bild des Fernsehens reinprojiziere, dann brauche ich mich ja nicht mehr um das Bild, also das Bild, das im Fernsehen abläuft, dann brauche ich mich nicht mehr um das Bild, in dem nur der Fernseher auftaucht, kümmern, weil das ist ja schon gefährlich, weil da ist ja nur ein Schritt da. Ne? Weil der eine Schritt wäre ja, na, wer sieht denn überhaupt dieses Bild des Fernsehers? Und da bin ich schon bei mir selbst. Ne? Das heißt, das ist mein Bild und das sehe ich. Und da wird es fürs Ego gefährlich, weil in dem Moment, in dem wir dem folgen, zu untersuchen, wer wirklich der Seher ist, verlieren wir unsere Selbstidentität, weil sie nicht gefunden werden kann. Weil der Macher des Traumes dieser Welt in Wirklichkeit keine Substanz hat. Er hat sich ja selbst gemacht. Er ist ja nicht von Gott gemacht. Und einen Moment zu erkennen, dass ich als der Macher des Traums der Welt gar nicht existiere, gar nicht da bin, und das gesamte Kartenhaus bricht zusammen. Weil das ist ja die Basis, dass ich der Macher, der Erfinder bin, das eben dann weiter spiegelt und projiziert und Bilder in Bilder beginnt dann zu identifizieren. Und natürlich, wo wir angekommen sind, war, ja, hat er mit mir überhaupt nichts zu tun mehr. Ne? Und so ist es dann auch. Ne? Und aus dem kommt auch irgendwo dann die Frage her, ja, eigentlich habe ich Zweifel daran, dass ich das Bild der verhungernden Kinder in Afrika gemacht hätte. Ne? Ich habe nichts damit zu tun. Ne? Und per se habe ich nichts damit zu tun, weil es ja sowieso ein wahnsinniger Traum ist. Aber per Kausalität, in der Ursächlichkeit, habe ich alles damit zu tun, weil es in keinem anderen Geist, weil der Traum nicht irgendwo anders geträumt werden kann, was ja das Ego versucht zu verkaufen. Ne? Ich habe meinen persönlichen Traum, du hast deinen persönlichen Traum. Ja, ich habe nichts mit deinem Traum zu tun. Ne? Das ist ein gutes Beispiel mit den hungernden Kindern in Afrika, weil dieses Bild wird einem ja als Kind vermittelt, wenn man seinen Teller nicht leer isst. Und nun frage ich mich, wenn ich davon nicht gewusst hätte, würde es denn in meiner Welt diese Kinder geben? Ja, gute Frage. Ne? Das ist die Schrödinger-Gleichung. Ne? Ach so, Das ist so. Quantenphysik. Ne? Und das ist, was Jesus jetzt in anderen Worten versucht zu lehren, dass da keine Welt, die Welt war nicht da, als du hierher kamst. Ne? Das ist ja, was geglaubt wird, sondern du hast sie fein säuberlich mit diesen begrenzten Bedeutungen mitgebracht. Und du musstest sie du musstest sie mit den heutigen Lektionen oder mit diesen Lektionen sehen wollen, ja, damit du sie überhaupt sehen kannst. Ja. Somit ist wird es klarer, dass die Welt wirklich nur im eigenen Geist gesehen wird. Und da wird sie auch mitgebracht. Und wenn ich sie im Geist gewillt bin, nicht mehr zu sehen, dann werde ich sie auch nicht mehr in einem äußeren Bild sehen müssen.
Und das ist, wenn wir von Befreiung und von Aufhebung sprechen. Aber du siehst, es beginnt und endet mit dem, wie es in unserem eigenen Geist gehalten wird und wie es neu gewählt wird, sie zu sehen. Also nochmals auf deine Frage einzugehen. Ja, da wären keine verhungernden Kinder da draußen, wenn ich sie nicht in meinem Geist als Bedeutung mitgebracht hätte und mir selber gesagt hätte, ja, so ist es halt, ne? Das ist die Welt. Ne? Aber keine Notwendigkeit, das zu ändern in meinem Geist. Passte. Ne? Ich habe ja auch Hunger. Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich ernähren soll. Ich brauche ja auch eine Mutterbrust, um mich zu ernähren. Ne? So beginnt es und so wird es einfach weiter gehalten. Ne? Und alles in der Welt gibt natürlich die Beweisführung, dass du es nicht verändern brauchst, ne, in deinem Geist. Ist ja, das ist halt so. Ne? Da kann man nichts machen. Naja, wenn man dann mal eine sechswöchige Fastenkur gemacht hat, dann sieht man die Dinge aber doch anders. Ja, ich meine, Mit schau, dem die Hunger. sechswöchige Fastenkur beruht ja auch auf einem Konzept und einer Bedeutung über Fasten. Ne? Und gestern erst habe ich es gelesen. Ne? Das ist ja ein vollkommener Mythos. Ne? Das Fasten zum Abnehmen oder Fasten sicher, dann gibt es die anderen Gründe von geistiger Reinigung. Das sind schon wieder die nächsten Bedeutungen und Konzepte ausgelegt. Dass es etwas gäbe, was gereinigt werden müsste, dass der Körper gereinigt werden müsste. Darauf könnten wir gerne drauf eingehen, das ist eine weitere Stunde. Ne? Aber das ist höchst interessant, aber es wird jetzt alles vollkommen aufgedeckt. Das ist alles nur ein Mythos, ist alles nur gemacht im Geist. Da ist kein Hintergrund. Niemand kann durch Fasten abnehmen. Zeitweise ist es bewiesen worden, aber auch nur aus dem Grund, weil dem Körper Wasser entzogen wird. Und weil entsprechend Wasser entzogen wird, ist der Gewichtsverlust. Ne? Und das sind alles so Vorstellungen, die wir mitgenommen haben, gehalten haben. Und so natürlich auch, jetzt faste ich, jetzt kann ich wieder erleben, wie es dem Kind in Afrika geht. Und jetzt glaube ich zu wissen, worum es geht. Ne? Aber ich bin nicht bereit, meine Bedeutungen wirklich anzusehen und loszulassen oder dem Heiligen Geist zu übergeben. Ne? Ich habe wieder ein Mittel verwendet, was mir eigentlich etwas anbietet, was bereits vorbestimmt ist durch die Bedeutung, in der ich das Mittel halte. Ne? Und das ist der Grund, warum wir einen Kurs in Wundern haben, dass wir endlich aus diesen Mitteln, die wir mitschleppen aus der Vergangenheit, aufwachen und uns selber sagen, das ist doch alles ein vollkommener Quatsch, was wir da verwendet haben, um hier spirituellen Fortschritt uns selbst dann vor Augen zu führen oder zu beweisen. Ne? Und wirklich mal still stehen zu bleiben, wirklich mal nichts zu tun mit all diesen vergangenen Angeboten, ne? Wie wir es lösen könnten. Ne? Und natürlich kannst du, wenn wir zurückgehen jetzt auf dein Beispiel, ich bin jetzt da ein bisschen ausgeufert, wenn du sagst, na gut, ich weiß, wenn ich faste, wie es dem Kind geht. Ich meine, das ist dann, da trete ich ja in die Psychologie ein. Und natürlich hat es einen bestimmten Nutzen in der Weise, dass ich dann weiß, wie es sich anfühlt. Aber in Wirklichkeit weiß ich das schon. Es gibt niemand, der es nicht wisse. Die Frage ist wirklich, wie sehr bin ich bereit, dies alles auflösen zu lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes? Das ist die Frage. Ja, Debawan, ich habe das ja nicht gemacht. Das ist auch schon ein paar Jahre her, um abzunehmen oder um zu erfahren, wie es dem Kind geht, sondern ich wollte wissen, kann ich wirklich verhungern? Und man hat nicht großartig abgenommen. Aber man hatte sehr viel Energie, man brauchte weniger Schlaf. Und die Energie kam meiner Meinung nach daher, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr ums Essen machte und sich erst bewusst wurde, wie viel Zeit das in dem Tagesablauf so einnimmt. Also
Es hat mir, das Fasten hat mir eine gewisse Freiheit im Geist, was das Essen müssen anbelangt, gebracht. Ja, das verstehe ich schon so und das ist auch ein Aspekt von vielen Aspekten. Ne? Wie ich gesagt habe, da ist eine ganze Menge von Aspekten, die in dem Zusammenhang stehen. Ne? Nun, um diese Erfahrung zu machen, wie du sie beschreibst, ne? Ist halt auch beruht, ist auf der Basis gesetzt, dass du etwas wählst, was in dem Sinne dein Erlösungsmittel wird. Ne? So, jetzt weiß ich, wie viel Zeit ich dem verwende und jetzt weiß ich, wie sehr ich mich als Körperidentität befasse. Ne? Aber das ist ja noch einmal, das ist der Grund, warum wir einen Kurs in Wundern bekommen haben. Wir bekommen eine vollkommen andere Richtung vorgesetzt. Ne? Jesus gibt uns nicht mehr diese Mittel, um uns selber hier in kleinen Schritten oder auf der Zeitlinie etwas noch einmal durchzukauen und aufzuzeigen. Ne? Wie ich bereits gesagt habe, in Wirklichkeit weißt du es bereits, bevor du zum ersten Mal zu fasten beginnst, weil du ja Zugang hast zu allen Erfahrungen deines ganzen Geistes, das heißt zu allen Erfahrungen aller Zeit, zu allen Erfahrungen in allen Geistern, weil es dein Geist ist. So zu wählen, ich wähle jetzt ein Mittel, um mir das zu klären oder zu bestärken, ist wieder, ich wähle ein Mittel, was mich auf der Zeitlinie belässt. Ne? Und da liegt das Problem. Da ist kein Wunder irgendwo. Ne? Das Wunder ist erst, wenn die Zeitlinie wirklich verkürzt wird. Ne? Die Zeitlinie wird nur verkürzt, wenn ich sehe, dass das, was ich anwende, als zum Erkenntnisprozess, könnten wir sagen, ne? Um Erkenntnis zu erlangen, dass dies nicht funktioniert, weil es zu langsam ist, ne? Weil es mich wieder auf eine Erfahrung oder auf einen Gedanken auf der Zeitlinie behält. Das ist das Problem, Christiane. Ja? Wenn du das siehst, dass du als Ergebnis wieder etwas bekommst, ein Du auf der Zeitlinie, ein bisschen mehr Wissen darüber, ja? Oder ein bisschen mehr Verständnis darüber. Aber was du nicht bekommst, ist aus dem Traum zu erwachen in der Gesamtheit. Und so, da gibt es natürlich, das ist ein gutes Beispiel, weil das ja ein Beispiel ist für Tausende von Methoden und Mitteln, wie wir das handhaben und meinen, dass das wirklich einen Wert hätte. Ne? Der Wert liegt vorübergehend darin, dass ich hier auf meiner Checkliste etwas abhaken kann, aber es hat keinen Wert im Erwachen. Und das war der Grund, warum Jesus dann gesagt hat, okay, ich übernehme jetzt. Ich bin in charge. Ich übernehme jetzt das Sühneprinzip. Es wurde dir überlassen und das ist, was du damit gemacht hast. Du hast dich weiter auf der Zeitlinie belassen. Jetzt übernehme ich die Verantwortung und die Power darüber, über den Sühneaufhebungsprozess, über das Prinzip. Und damit ist es uns allen garantiert, dass wir Erfolg haben werden. Aber natürlich nur dann, wenn ich auch in dem Sinn seiner Einladung folge und meine kleinen Methodiken und Mittel ihm überlasse, ne, ihm übergebe. Ich gebe dir da vollkommen recht, lieber Wahn, dass der Kurs wirklich das Beste ist, was einem hier in dieser Welt passieren kann, Ja. sozusagen. Natürlich haben wir alle ganz persönlich solche Mittel. Ich könnte dir sofort ein Dutzend aufzählen, ne, die ich auf der Zeitlinie über lange Zeit verwendet habe. Ne. Also, wie man auch sieht, es hat immer etwas mit einem Bezug eines wirklichen Körpers zu tun. Bei mir war viel mit Sport in Verbindung, ne, um das auch an die Grenzen zu gehen und darin Erkenntnisse zu erlangen und so. So, ich glaube, dass diese Frage sehr, sehr wertvoll ist, weil jeder, der da jetzt entweder dabei ist oder sich das anhört später, darauf zurückgeworfen wird, selber einen Blick zu werfen, welche begrenzten Mittel nach wie vor angewendet werden, um hier irgendetwas
auf der Zeitlinie herauszukristallisieren, aber nicht bereit ist, die Zeitlinie insgesamt kollabieren zu lassen. Ne? Und verstehst du, wo es lang geht, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist, dass uns Jesus aufzeigt, ob du fastest oder nicht fastest, ich werde dir zeigen, wie diese Zeitlinie zur vollen Erkenntnis geführt wird. Du siehst, er holt, und das ist, was Auferstehung ist. Wir werden rausgeholt aus einer Richtung, ja? Und weil die eine Richtung kommt ja von einer Gegenrichtung. Oh, ich bin die Gegenrichtung gegangen. Ja? Ich habe nur immer geföllert und mich voll gefüllt mit Ernährung. So, jetzt gehe ich den anderen Weg. Haben wir alle gemacht. Haben wir Leben lang haben wir das gemacht. Ne? Und nach wie vor ist die Fastenkur, die steht hoch oben, das sage ich dir. Ne? Die hat nach wie vor in den Esoterikkreisen großen, großen Wert. Ne? Weil es wird ja in Verbindung gesetzt mit Reinigung, ne? Dass da etwas gereinigt werden könnte, sowohl in erster Linie körperlich, ist alles bereits bewiesen wissenschaftlich, dass der Körper seine eigenen Reinigungsprozeduren ständig lebt über Leber, Darm, Haut, Nieren und was immer es da gibt, ne? Das ist alles nur eine Geschichte, die wir uns da erzählt haben und daran geglaubt haben. Ne? Und weil das so ganz oben steht, ist es natürlich dann ein wertvolles Mittel und wird nicht in Frage gestellt, wird nicht eingeladen, um kollabieren zu lassen. Ne? Aber das ist, was Jesus macht. Ne? Und er zeigt dir, hey, ich zeige dir etwas, was funktioniert genau da, wo du jetzt bist. Ne? Und ich kümmere mich überhaupt nicht, niemand kümmert sich außerhalb von Raum und Zeit, ob du fastest oder nicht fastest, ob du diese Methode oder jene Methode machst. Das sehen wir überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht da. Ja? Und wir zeigen dir, was ein Wunder wirklich ist und wie ein Wunder wirklich funktioniert. Weil das Wunder buchstäblich ein Gedanke Gottes ist, der reinkommt in das Zeitgefüge und in dem Sinne aufzeigt, dass da nichts anderes da ist als Liebe selbst. Da ist weder ein verschmutzter Geist noch ein verschmutzter Körper da, ne, der gereinigt werden müsste. Ne? Der Geist, der sozusagen verschmutzt ist mit dem Ego, ja, das ist die Geistesschulung, das kann man schon sagen. Aber das ist auch nur da, weil der Geist, der menschliche Geist selber glaubt, dass eine Verschmutzung im Geist stattgefunden hat und dadurch eine andere Art und Weise, es zu sehen, notwendig wäre. Aber wenn wir wirklich bereit sind, ich könnte stattdessen Frieden sehen, in diesen Frieden einzutreten, dann ist natürlich auch jedes Mittel, jede Lehre, jede Instruktion bereits erfüllt, bereits in Erfahrung gebracht. Wenn wir dem Gedankenschmutz, also in unserem Geist, keine Aufmerksamkeit geben, müsste die ganze Welt irgendwann um uns herum strahlend sauber sein? Ich frage das, weil ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht, dass ich so glücklich beschwingt war und eine Straße lang gefahren bin, die immer voller Müll war. Und an dem Tag war sie es nicht. Und ich bin die Straße jeden Tag gefahren und habe nie jemanden gesehen, der Müll einsammelt. Ja, sicher, es geht gar nicht so sehr um das, was wir dann außen sehen, weil es auf alles übertragen wird. Ne? Mhm. Ob dann Müll da ist oder nicht da ist, wird gesehen, dass das Licht scheint. Ne? So, das Wesentliche ist zu erkennen, wenn ich nach wie vor da bin, existiere und Schmutz sehe, ne? Dann gehört das ja zu diesem Ich, das nach wie vor Schmutz sehen will. Ne? Und da sind wir wieder in den Aussagen der heutigen Lektion. Ne? Und hier kann ich die Änderung vornehmen. Ich habe die Macht der Entscheidung, anders zu wählen. Ja? Aber natürlich, wenn ich es wähle, Schmutz zu sehen und auch Schmutz-Ego zu sehen in meinem Geist, ja, dann
Das ist meine Wirklichkeit. Dann habe ich sowieso keine andere Wahl, als hier entlang zu gehen, um die Änderung in Erfahrung zu bringen und einer der schnellsten, sagen wir mal so, den schnellsten Weg zu folgen, um diese Änderung in Erfahrung zu bringen. So, es hängt alles davon ab, wie du es bestimmst zu sehen. Und du Okay. kannst durchaus auch sagen, okay, und heute ist auf der Straße kein Schmutz da. Und was wirklich zählt ist, was ist denn mein Gedanke dahinter? Ne? Ist das der reine Lichtgedanke, der sich auch auf eine nicht verschmutzte Straße ausdehnt? Oder ist es nur ein Gedanke, der halt jetzt eine nicht verschmutzte Straße sehen möchte, aber nach wie vor in seinem Selbstkonzept verhaftet ist? Das ist, da ist ein Unterschied. Da Also ist er. wenn man, ja, wenn man jetzt nur danach geht, ob es allen dient, das ist nicht genug. So, gib mir ein Beispiel dazu. Na, wenn ich zum Beispiel meine Wohnung putze und mir dabei vorstelle, dass das ganze Viertel sauber ist. Ja, okay, so das dient ja nicht allen, ne? Weil das ist ja Okay. auch innerhalb der Vorstellung. Ne? Ja, alles klar. Die Stille dient allen, die in meinem Geist ist. Genau. Okay, Da, danke. wo du den Frieden Gottes annimmst und ausdehnst, da dient es allen. Und du siehst, das hat wieder nichts mehr mit Tun zu tun, mit Tun oder Genau. Nicht-Tun. Ne? Ja. Ist dann, was es ist. Ne? Ja. Ja, siehst du, da strahlst du jetzt. Ne? Danke. Danke dir. Ja, ich liebe das, wenn wir das wirklich so untersuchen mit diesen Beispielen, wie wir sie mitbringen. Ne? Wo wir ankommen, ist eigentlich zu sehen, wie einfach und leicht die Lösung ist. Ne? Wie simpel. Ne? Das ist, wo wir jetzt angekommen sind, ist eine vollkommene Simplizität. Ne? Vollkommene Einfachheit. Ne? Es ist so einfach. Ne? Es hat nichts mehr damit zu tun, was ich denke, was ich tun sollte, müsste, könnte oder nicht. Ne? Ja, das ist Erwachen. Ne? Erwachen ist es, mich zu erinnern, was wirklich in meinem Geist ewiglich gegenwärtig da ist. Ne? Ja. Ja, das hat unsere Sendung jetzt wunderbar ausgefüllt. Danke dir, Christiane. Wunderbar. Noch irgendjemand kurz etwas oder sind wir okay für heute? Ich hätte gern noch was. Ja, Ich gerne. habe gemerkt, dass mir die Zeitlinie, was Zeitlinie ist, wie sehr ich an dieser Zeitlinie klebe, ja. Also das ist alles diese Vergangenheit. Also boah, es wird mir so bewusst, dass es quasi schon auf mich einstürzt und ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme. Manchmal ganz leicht, aber trotzdem, das schwingt so im Hintergrund, oh, wie komme ich da aus? Was ist alles Zeitlinie? Wo stecke ich jetzt schon wieder? Wenn ich da an meine Familiensaga denke, ja, oh Gott, ja, die Schwester, die tut gerade was, ich bin die Böse, also Schuldgefühle, sie tut mehr für meine Mutter als ich. Und ach so, also, wo ist da wieder die Zeitlinie? Ja, also, boah. Also da bin ich da gerade wieder, mal wieder drin, ja. Ja, danke dir. Man, selber aus meinen, mit an meinen eigenen Mitteln, ne, egal wie toll und esoterisch, spirituell ich sie gemacht habe, werde ich nicht rauskommen. Ne? Aber es gibt natürlich ganz einfache Ausgänge, weil das ist wirklich, wie das Wunder funktioniert dann. Ich brauche nur zu sehen, dass ich überhaupt mich in der Zeitlinie sehe und mich darin halte. Muss ich den Beobachtungsprozess aufrechterhalten? Ne? Mich als Beobachter und das, was die Geschichte ist, muss ich aufrechterhalten und in Trennung belassen.
Welche Erfahrung auch auf menschlicher Ebene, welches Mittel kann ich einsetzen, um diese zusammenzuführen? Ne? Die Geschichte mit mir als Beobachter oder diese Geschichte erfährt und so weiter. Ne? Und so sind über die, ja, über alle Traditionen hindurch wurden da ganz simple Hinweise auch gegeben, die erstmal eine Befreiung, ne, erstmal etwas aufzeigen, das sich befreiend anfühlt. Ne? Und dann kann ja die Arbeit beginnen und die Anwendung mit, wie immer, die Lektionen uns hinweisen. Ne? Und diese, vielleicht habt ihr da selber noch einige zusätzliche Ideen, als sie gerade in meinem Geist aufscheinen. Da gibt es sicher mehrere, aber es ist etwas, was jeder machen kann, jeder Mensch machen kann. Es ist nur eine Wahl. Ne? Und eine solche Methode ist einfach, das wurde auch hier in der Akademie in Wisconsin als Ausgang bezeichnet. Master Teacher hat Ausgang Lachen, hat er es genannt. Exit Laughing. Ne? Ja, das kann jeder machen. In dem Moment, in dem ich lache über meine Erfahrung oder mein Geschehen ist, kann ich diese Trennung, diesen Prozess von Beobachter und Objekt nicht mehr aufrechterhalten. Ne? Es wird zusammengeführt, ne? Es wird mitgenommen im Lachen. Dasselbe ist einfach, ich wähle es zu genießen. Ne? Ich wähle mich daran zu erfreuen. Ich wähle das als meine Chance, heute mich glücklich zu erfahren. Ja? Es scheint so, es zieht mich hinunter, ne, in die Hölle. Nein, ich wähle, das ist, was mich heute glücklich macht und glücklich machen soll. Das ist, wir kommen wieder auf die Macht der Entscheidung in unserem Geist. Das ist unglaublich, wie das funktioniert. Ne? Dass diese Macht der Entscheidung absolut funktioniert. Wir bekommen absolut das, was wir wählen, als eine Erfahrung. Ne? Und das sind zum Beispiel ganz simple Anhaltspunkte, wie dem als erstes entgegnet werden kann, bevor dann, wie auch immer, ganz persönlich geartet die Führung gegeben ist, um es dann mitzunehmen oder wirklich aufzulösen. Aber da findet bereits eine volle Auflösung statt. Ne? Und wir haben alle diese Erfahrungen. Ne? Ich erinnere dich. Ne? So, du hast etwas ganz, hey, das ist jetzt wirklich ganz, ganz ernsthaft. Das ist ein Problem. Und jetzt sage ich dir mal, was das Problem ist. Und dein Gegenüber hat zu lachen begonnen. Wie lange konntest du mit der Ernsthaftigkeit das Problem aufrechtzuerhalten fortsetzen? Ne? Oder dann einfach mitzulachen, ne? Und zu sehen, ja, ist ja wirklich ein vollkommener Unsinn und ein vollkommener Quatsch, was ich da sehe. Ne? Ja, wir haben alle bereits diese Erfahrung von der Seite und von der anderen Seite eingeladen zu werden, beziehungsweise es selber so anzuwenden und anzubieten. Ne? So, das wäre ein guter Ansatz erstmals. Ne? Und dann immer wieder zu sehen, wie kann ich es mit der Lektion des Tages mit reinnehmen, so wie es eben dann heißt heute in dieser Situation, ne, in der Situation so und so, ne, die ich erfunden habe. Ne, das ist, ich habe diese Situation, wie ich sie sehe, erfunden. Ja, ich habe die Situation und dann kann ich ja anhängen, was die Situation ist. Ich sehe, ich habe sie erfunden. Ne. Und es gibt eine andere Art und Weise, dies zu sehen, werden wir dann morgen. Ich könnte Frieden anstatt dessen sehen. Ja, okay, haben wir es jetzt verloren? Vor lauter Lachen hat sie auf den Knopf gedrückt. Passt auch, ne? Es wird ja alles aufgenommen. Ja, sind wir okay so, ihr Lieben? Okay, dann habe ich noch einen Abschiedssong. Danke. Ja, gracias a la vida. Danke an das Leben. Ne? Also das ist so ursprünglich. Ich weiß nicht, ob das von ihr, ich glaube, das war jemand anderes. Wollen wir uns noch verabschieden. Danke, danke, wunderbar. Liebe dich. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Gute Nacht. Ja, tschüss. Morgen.